kochen mit seltsam McKenzie Video. Die Zucchini putzen, waschen, erst quer und dann längs halbieren und mit dem Küchenhobel in feine Scheiben hobeln. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Schinken würfeln. Zwei Nudeln nach Packungsanweisung in ausreichend kochendem Salzwasser bis fest kochen abgießen und abtropfen lassen. Die Butter schmelzen, die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten, Schinken zugeben und mit anbraten. Die Zucchini zufügen und mit dünsten. Die Knoblauchwürfel darüber streuen und mit dem Gemüse vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 3. Eine feuerfeste Form einfetten und die Bandnudeln einfüllen. Darüber das Zucchini-Gemüse schichten. Den Käse darüber reiben und gleichmäßig verteilen. Unter dem Grill goldbraun überbacken. 4. Die Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fettzugabe hellgelb rösten und kurz vor dem Servieren über den Auflauf streuen. Die Nudeln in ausreichend kochendem Salzwasser bis fest garen, abgießen, abschrecken und gut abtropfen lassen. Staudensellerie und Petersilie putzen, waschen und trocknen, Sellerie halbieren und in ca. 5 mm große Stücke schneiden. Petersilie fein hacken, Wurst in feine Streifen schneiden. 2 Spargel waschen, schälen, die Enden abschneiden und die Stangen in 1 cm lange Stücke schneiden. Spargel und Sellerie in kochendem Wasser mit etwas Zucker kurz blanchieren, herausnehmen und abtropfen lassen. Artischocken ebenfalls abtropfen lassen und vierteln. 3. Den Backofen auf 200 vorheizen. Eine Auflaufform einfetten. Die Nudeln mit Sellerie, Wurststreifen, Spargel und Artischocken vierteln vermengen. Mit geriebener Muskatnuss, Pfeffer und Salz würzen und in die Auflaufform füllen. 4. Den Parmesan reiben und über den Auflauf streuen. Das Ganze im Backofen ca. 30 Minuten goldbraun backen. Anschließend mit der Petersilie bestreut servieren. Das Fleisch waschen, trocknen und durch die grobe Scheibe des Fleischwolfs drehen. Die Chili waschen, halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden. Den Speck fein würfeln. Zwiebel und Möhre schälen. Die Zwiebel hacken und die Möhre in feine Stifte schneiden. Die Tomaten waschen, kreuzweise einschneiden, die Stielansätze entfernen, mit kochendem Wasser überbrühen und häuten. Dann halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch würfeln. 3. Das Rosmarinöl erhitzen und darin den Speck auslassen. Die Zwiebel und die Möhrenstifte dazugeben und kurz anschwitzen. Das zerkleinerte Wildfleisch hinzufügen und unterrühren, kräftig anbraten. Dann die Tomatenwürfel und die Chilistreifen dazugeben und das Ganze etwa 10 Minuten schmoren. Mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und Oregano würzen. Die Nudeln in ausreichend kochendem Salzwasser bis fest garen abgießen und gut abtropfen lassen. Den Backofen auf 200, Klammer auf, Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. 4. Den Wildfond zur Fleischgemüsemischung gießen und ohne Deckel weiter schmoren, bis die Flüssigkeit fast vollständig verdampft ist. Für die Käsesoße die Butter schmelzen, mit Mehl bestäuben, kurz glatt rühren und sofort mit der Milch ablöschen, dabei mit dem Schneebesen ständig rühren. Käse in grobe Stücke schneiden und diese in der Soße schmelzen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 5. Eine feuerfeste Form mit Fett einstreichen und zuerst eine Schicht Makaroni einfüllen. Darauf gleichmäßig die Hälfte der Fleischsoße verteilen. Wieder mit Makaroni bedecken. Die marinierten Zucchini überlappend einschichten. Erneut mit Nudeln und dann mit der restlichen Fleischsoße bedecken. Die letzte Schicht Makaroni einfüllen und das Ganze mit der Käsesoße übergießen und glatt streichen. Den Auflauf auf der mittleren Einschubleiste des Ofens etwa 30 Minuten backen. Liebstöckel waschen, trocknen und fein gehackt kurz vor dem Servieren über den Makaroni-Auflauf streuen. Die Lasagneblätter in kochendem Salzwasser bis fest garen. In kaltem Wasser abschrecken, gut abtropfen lassen und bereitlegen. Den Thunfisch abtropfen lassen und mit einer Gabel zerpflücken. Hell die Frühlingszwiebeln putzen, waschen, trocknen und in feine Ringe schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Den Kerbel waschen, trocknen und fein hacken. Sahne, Quark, Eier und 100 Gramm Parmesan verrühren, Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Kerbel unterrühren und alles mit Pfeffer und Salz abschmecken. 3. Den Backofen auf 180 vorheizen.
Die Lasagneblätter jeweils mit der Füllung bestreichen und aufrollen. Die Rollen in breite Stücke schneiden und in eine gefettete Auflaufform setzen. Mit dem restlichen Parmesan bestreuen und auf der mittleren Einschubleiste ca. 15 Minuten überbacken. Für 4 Portionen 1 Bohnen waschen, putzen und in Stücke schneiden. 250 Gramm grüne Bohnen Möhren waschen, schälen und in dünne Streifen schneiden. 200 Gramm Möhren dehnen, Zwiebeln und Knoblauch schälen und hacken. Im 2 Zwiebeln heißem Öl andünsten, Hack hinzufügen und anbraten. 1 Knoblauchzehe 3 Olivenöl 2 Möhren und Bohnen zum Hack geben und den Wein 400 Gramm Lammhackfleisch angießen. Die Mischung etwa 15 Minuten köcheln, dann 300 ml Weißwein würzen. Die Kräuter unterheben. Den Backofen auf 190 Salz, Pfeffer Klammer auf Umluft 170 Klammer zu, vorheizen. Ein halb Bund frisch gehackter 3 Makaroni in kochendem Salzwasser bis fest garen. Koriander abgießen und abtropfen lassen. Makaroni und Hack ein halb Bund Mischung in eine gefettete Auflaufform geben. Joghurt frisch gehackte und Grundriefreiche mit den Eiern verrühren und darüber Petersilie geben. Mit Käse bestreuen und im Ofen etwa 35 Minuten 400 Gramm Makaroni überbacken. 250 Gramm Joghurt, 250 Gramm Creme Fraiche, 3 Eier, 100 g frisch geriebene Parmesanfett für die Formzubereitungszeit, ca. 20 Minuten, Klammer auf plus Schmor und Backzeit, Klammer zu, pro Portion, ca. 995 Kilokalorien durch 4179 Kilojoule, 62 Gramm E, 46 Gramm F, 79 Gramm KH für 4 Portionen, 200 g Tagliatelle Salz, 2 Stangen Staudensellerie 1 und glatte Petersilie, 100 g Geflügel Fleischwurst, 150 g Spargel, Zucker 6 in Öl, eingelegte Artischockenherzen, Muskatnuss, Pfeffer 120 Gramm Parmesan Butter für die Formzubereitungszeit, ca. 25 Minuten, Klammer auf plus Garzeit, Klammer zu, pro Portion,